Trier. Trier. Was ist das überhaupt für ein dämlicher Name? Er führt doch irgendwas im Schilde. Ich werde herausfinden, was. Sei leise, bring Spike mit. Petri, wach auf! Was ist mit dich los? Fragt sich, wann du endlich runterkommst. Mich glaubt jeden Augenblick. Was macht Littlefoot da? Bringt er einen Snack zu Großmutter und Großvater? Vielleicht trägt er Baumsterne in Schlafwandlung. Ich bin mir nicht sicher. Nein, nein. Nein. Jedenfalls besser, als nach Kreaturen zu suchen, die es gar nicht gibt. Kommt. Wo er hingeht? Das werden wir gleich rausfinden. Nicht schon wieder. Erwarten wir heute noch andere Besucher außer euch? Wer sie gefunden? Das sind die raffinierten kleinen Langhälse? Entschuldigung. Wow, du bist ja wirklich ganz schön klein. Ich versuche, größer zu werden. Du solltest dann den Großgewachsenen Bescheid sagen, dann kriegen wir eine Baumnascherei. Japp, japp, japp. Macht das nicht, Leute. Ihr dürft es keinem sagen. Reg dich ab. Wir werden schweigen. Was glaubt ihr eigentlich, was für ein Riesendummkopf ich bin, hä? Och, gar kein so großer. Aber Tapsi, ich meine, Zeras Papa weiß doch immer alles. Ja, das stimmt. Deswegen dürfen wir ihm auch nichts sagen. Ist das dein Ernst? Wird dein Vater dann nicht sauer auf dich sein? Was kann ich dafür, dass sie auch Baumnaschereien mögen? Ich wäre ja sowieso nicht die Erste gewesen. Zwischen Zera und Tapsi läuft eine Sache, die ich absolut nicht verstehe. Macht euch unseretwegen keine Sorgen. Wir schicken euch nicht weg. Soll ich dir was sagen, kleines Fräulein? Ich glaube dir. Ja.